grüßt euch, da bin ich wieder, euer Spitzengärtner. Ziemlich entspannt, weil jetzt Frühling ist und sowieso Pfegelpfeifer und einfach der Gärtner dann gut drauf ist. Und jetzt sage ich euch mal ganz schnell oder auch langsam, wird's wollt, wie man Steckzwiebeln steckt. Wie der Name schon sagt, sind das kleine Zwiebeln, die vorgezogen werden und die kann man dann halt im Frühling einstecken und dann geht das ganz problemlos und die wachsen super und werden dann große Zwiebeln. Und sage ich diesmal, so, ich habe da jetzt sogenannte Schalotten. Das sind so Tochterzwiebeln, wie man sagt. Die machen jede Menge kleine Zwiebeln rum und der große Zwiebel wird dann lauter kleine Zwiebel. Im Gegensatz zu den Stuttgarter Riesen oder andere, da wo der kleine Zwiebel eine große Zwiebel wird, wird der große Zwiebel kleine Zwiebel. Und die sind uns lieber, weil die braucht man nicht auseinanderschneiden. Also Zwiebeln, die du auseinanderschneidest, die werden nämlich dann dürren, verreckt schnell. Und da ist es besser. Man hat so Schalotten, aber man hat eine kleine Zwiebel, kann die super portionieren und außerdem mag ich Zwiebeln sowieso nicht. Und da ist man ein kleiner lieber wie ein großer. Und es geht ganz einfach. Man nimmt da die Zwiebel. Wir haben jetzt einen 25. April. So, das passt eigentlich. Kann man schon da einstecken. Die sind auch nicht so frostempfindlich, wenn es nochmal kalt wird. Das tut einem gar nichts. So, und da spannt man sich eine Schnur. Und dann steckt man die vielleicht 15 cm Abstand. Steckt man die einfach bloß wichtig mit der Oberseite, mit dem Spitzel nach oben, mit den Wurzeln, mit den Vertrockneten nach unten ist wichtig. Sonst ist der Zwiebel beleidigt. Dann wird das nichts, wenn du es verkehrt rum einpflanzt. Das ist aber dann fast schon das Einzige, was man falsch machen kann. Und dann steckt man die bloß so also rein. Halber ungefähr. Und die braucht man nicht angießen, das war nicht gut. Lasst es ja so, wie es sind. Die machen schon Wurzeln, die Erde ist feucht nur. Und wenn es dann mal regnet, dann geht es sowieso dahin. Also nicht angießen. Bloß einstecken. 15 cm ungefähr auseinander. Okay, das ist eigentlich schon alles, was es zum Beachten gibt. Und dann, wenn sie einmal wachsen, ein bisschen düngen. Viel Dünger braucht der Zwiebel nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch Schädlinge und so. Die gibt es aber bei allen Pflanzen. Da gibt es die Zwiebelfliege. Und da verdrehen sich auch die Zwiebelreeller so ein. Da kennt ihr ein Kulturnetz drüber. Da ist das Einzige, was wirklich hilft. Spritzen darf es eh nichts. Ist ja nicht gut. Gift zeigt ein Kulturnetz drüber und dann ist das nicht. Ansonsten müsst ihr damit leben. Die meisten Zwiebeln kommen trotzdem durch und die Schalotten, die sind fast nicht anfällig für die Zwiebelfliegen. Also die Stuttgarter Riesen, die kriegen die fast immer und faulen dann die Hälfte vielleicht bis im Herbst. Aber die Schalotten sind da sehr unempfindlich. Die kriegen da eigentlich nichts von der Zwiebelfliegen. Darum pflanze ich lieber Schalotten ein. Und ich pflege sie halt gut und dünge sie halt einigermaßen und dann werden die auch, also das sind Schalotten, die sind so groß geworden, gegangen ja. Für einen Salat und so, einwandfrei. Da braucht man sich nicht ab da mit der Zwiebelfliegen. Also Schalotten sind besser. Sind aber teurer natürlich, weil das nach Gramm geht oder nach Pfund. Und ein Pfund, so größere Zwiebeln, sind natürlich wesentlich weniger Stück, als wir, wenn sie Steckzwiebeln kauft und das sind so Zwiebeln. Klar, da kriegt es mehr. Aber Schalotten sind besser. Alles klar, das war es eigentlich. So Einstecker. Nicht zumachen, fein und gar nichts. Und was noch ist, ja, Pfegel. Pfegel ziehen die ganz gern raus. Und darum wirst du mal aufpassen, alle ein paar Tage einmal drüber geben, was fällt. Und dann liegen da die Zwiebeln also da. Weil der Vogel meint, das ist ein Wurm oder das kann er zum Nestbau brauchen. Und er zieht sich raus, spannt dann, dass nichts Scheiß war und lässt es wieder stehen. Wirst halt ab und zu nachstecken. Also das sind Pfegel, wenn die da umeinander klappen. Alles klar. Danke fürs Zuhören, macht es gut. Bis dann. Pfiat euch.